Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier im schönen Kythera, jetzt unter spartanischer Herrschaft. Wir machen jetzt die Quest fertig, die wir noch haben. Wir haben noch den Gott mit dem, also den Fake-Gott. Um Aphrodite zu ehren. Das hier haben wir noch. Ruhe, Priesterin. Mach auf, damit du mich töten kannst. Wer schickt dich? Luna schickt mich. Ich bin eine Freundin. Warum schickt diese Närrin eine Söldnerin her? Sie soll meine Befehle befolgen, nicht delegieren. Sie sagte, du vermutest einen Verräter in euren Reihen. Heute kann man niemandem mehr trauen. Und was willst du von dem Kult? Rache. Gerechtigkeit. Sie haben meiner Familie Unheil zugefügt. Und dafür müssen sie büßen. Ich will Gerechtigkeit. Die Familie ist eine sehr mächtige Motivation. True. Der Kult des Kosmos wird sich für vieles verantworten müssen. Und zwar vor mir. Vielleicht kannst du mir ja doch nützlich sein. Ich schickte eine Dienerin, um einer von uns nachzuspionieren und... Sie kam nicht zurück. In der Tat. Außer, dass sie mir rein gar nichts bedeutet. Ich will die Informationen, die sie gesammelt hat. Beschaffe sie für mich. Habe ich anscheinend schon. Was zwischen dir und Diona vorfallen? Deine Abneigung gegenüber deiner Schwester ist offensichtlich. Was ist geschehen? Ich bin die Erstgeborene. Das bringt gewisse Vorzüge und Verpflichtungen mit sich. Meine Schwester ist ein rachsüchtiges, neidisches Wesen. Ständig untergräbt sie meine Autorität. Sie glaubt, sie wäre eine bessere hohe Priesterin als ich. Verstehe. Doch sie ist nun mal meine Schwester. Und ich liebe sie. Ich wünschte nur, sie wäre nicht so eine eifersüchtige Närrin. Wo soll ich nach der Dienerin suchen? Wo genau soll ich nach ihr suchen? Ich schickte sie an den Rand von Kythera. Ich erinnere mich an einen Bauernhof in der Gegend. Vielleicht versteckt sie sich da. Dann werde ich dort anfangen. Sie würde betriebsame Gebiete wie das Militärlager sicher meiden. Warte. Hattest du etwas damit zu tun, dass meine Gefangenen aus dem Militärlager befreit wurden? Jo. Ja, das war tatsächlich mein Werk. Der Hafenmeister berichtete mir, dass die Hohepriesterin Unschuldige einsperren und hinrichten ließe. Das konnte ich nicht einfach so zulassen. Ich wollte sie nicht hinrichten lassen. Foltern vielleicht. Auf Kythera bekommt jeder eine Verhandlung. Dieser Lügner. Der Hafenmeister lässt es am Tempel aus, wenn meine Schwester ihn verhöhnt. Doch diesmal ist er zu weit gegangen. Ich verzeihe dir deine Mittäterschaft. Aber beschaffe mir die Informationen, während ich mich um ihn kümmere. Okay. Hab ich doch. Ich fand diese Nachricht bei einer toten Priesterin auf einem Bauernhof. Sie wurde von Kultisten erschlagen, bevor ich eintraf. Was? Lies sie mir vor. Schnell! Hier steht, traue den Mäuren nicht. Der Rest des Papyrus ist voller Blut. Das ergibt keinen Sinn. Sie schützte sie mit ihrem Leben. Das tat sie bestimmt nicht umsonst. Wir werden nie mit Sicherheit wissen, ob es einen Verräter unter uns gibt. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Unsere Lage ist verzwickt. Arbeite mit Diona. Schütze Kythera für uns, Söldnerin. Okay. Na, eine komische Quest. Finde ich irgendwie. Also, die ganzen Quests finde ich irgendwie komisch hier auf der Insel, aber gut. Nicht mal so hin. Guck mal, was der von uns möchte. Oder die? Ich weiß nicht, der. Dann habe ich die Lösung. Hallo. Was soll das hier alles? Es geht um Abenteuer, Risiko, Gefahr und unentdeckte Schätze. Ach Gott. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe gute Abenteuer. Wenn du genug Drachmen und Zeit hast, habe ich ein einmaliges Abenteuer. Nur für dich. Dann erzähl. Geheimhaltung ist essentiell. Es soll doch nicht jeder wissen, dass es um ein Vermögen geht. Doch zuerst, alles hat seinen Preis. Bezahl und ich gebe dir eine Tafel, auf der steht, was du wissen musst. Bitteschön. Okay. Exzellent, bitteschön. Die Tafel führt dich geradewegs zu unbekannten Reichtümern. Was? Sag mir einfach, wo... Die Tafel verrät alles. Was hat das zu bedeuten? Sieh einfach auf die Tafel und folge den Anweisungen. Meine Arbeit hier ist getan.
Okay. Vor der Ostküste von Kythera, auf der Insel Diakovti, wartet deine Belohnung. Ja, gut, das haben wir schon gemacht. Also da waren wir schon auf der Insel. Da gab es einen Aussichtspunkt oder gab es da keinen? Nein, natürlich nicht. Gibt schon wieder neun. Ja, stimmt. Gibt ja neun Anführer, weil der alte ist ja tot gewesen und ich habe die Insel erobert. Das hier ist ja ein Spartaner. Anstatt ein Athener. Hallo. Wo ich herkomme, wird etwas anders gebetet. Wir töten niemanden wegen seines Glaubens. Wir zeigen Respekt. Respekt verdienen Götter, nicht die, die sich als solche ausgeben. Die Welt ist voller Zwietracht. Ja, aber auch Liebe. Nehmt sie an. Nehmt mich an. Und ich werde euch persönlich meiner Familie vorstellen. Den Göttern. Das ist kein Gott. Wenn jeder nackt Eingesperrte zum Gott erklärt würde, wäre das Pantheon völlig überfüllt. Vielleicht ist Empedokles ein Gott, vielleicht nicht. Ich weiß aber sicher, dass er keine jungen Männer totschlägt. Ich bin stolz, dir zu folgen. Brüder und Schwestern von Kythera, folgt mir. Glaubt ihr, ihr könntet Aphrodite ungestraft verraten? Du magst nicht an meine Göttlichkeit glauben, Söldnerin. Doch ich glaube an etwas Göttliches in dir. Okay. Und dass wir es nutzen können. Selbst Götter arbeiten nicht umsonst. Natürlich. Wofür sonst sollte ich meine Drachmen ausgeben? Kleidung? Ja, vielleicht auch klar. Kleidung stünde dir vielleicht gut. Du hast nur Angst vor meiner wahren Form. Aber wir müssen noch über etwas anderes reden. Was denn? Ich helfe dir. Wie oft kann man schon einem Gott helfen? Keines Kalibers? Wohl nie. Komm, meine muskulöse Freundin. Wir haben viel zu besprechen. Doch zuerst... Also, du bist nicht der Gott des Auf-den-Punkt-Kommens. Die Ähnlichkeit ist wahrlich erschreckend. Meinst du nicht? Ja. Klar. Erschreckend? Das trifft es. Was brauchst du? Ein Gott braucht keine Hilfe. Ach Gott, ja, dann sag mir, was haben wir. Ehrlich zu sein, ich habe Probleme mit meinen Brüdern und Schwestern. Den Göttern? Eher Familienprobleme. Als ich damals auf Kythera ankam, wurde ich für meinen Glauben eingesperrt. Man nahm mir mein purpurnes Himation und mit ihm eine ganz besondere Scheibe, den Schlüssel zu meinem Familienanwesen. Und du willst diese Scheibe also zurück? Natürlich. Ich hab doch gesagt, sie ist ein Schlüssel. Sie öffnet die Tür zu den Göttern persönlich. Sie muss mir zurückgegeben werden. Okay. Du sagtest, der Dieb des Himation hat dich am Hafen abgefangen. Weißt du, wo er sich gerade aufhält? Er und seine Wachen patrouillieren auf Kytheras Straßen. Doch am liebsten schubst der Neuankömmlinge herum. Okay, woher willst du wissen, dass die Scheibe zu den Göttern zu führen? Götter würden sich doch besser schützen, als mit einer Tür, die man mit einer Scheibe öffnet. Oh, aber du solltest die Tür sehen, Söldnerin. Das ist wahrscheinlich das Artefakt auf Kythera. Kann kein Sterblicher erschaffen. Und meine Brüder und meine Schwestern. Ich höre, wie sie mich hinter der Tür zu sich rufen. Wie sind die Götter denn so? Wie sind deine göttlichen Brüder und Schwestern denn so, Empedokles? Wie alle Geschwister. Liebevoll. Und voller Zwietracht. Sie sahen, wie ich ein Lamm aß. Und warfen mich raus. Aber unter uns, dieses Lamm, war's wert. Kommst du da? Wir warten auf niemanden. Geduld ist keine unserer Tugenden. Nein. Wirst du helfen? Ja. Die Scheibe scheint wichtig zu sein. Ich werde den Dieb finden und sie dir zurückbringen. Gefunden. Okay. Farbwürdig. Ja, lohnt sich fast gar nicht zu reiten. Hallo, Freund. Ja!
Okay, Kopfgeld jagt mich, super. Kann ich ja wieder direkt verkaufen. Ja, kaufen, sag ich mal. Was ist hinter uns? Hallo, Freunde. Puppe und Armschienen. Schüsse zum Olymp. Also, die Quests sind alle sehr schnell gemacht und es wirkt halt. Es spielt halt wieder nicht konsistent, muss ich sagen. Manchmal gibt es so richtig lange Quests, die sich für das ganze Land ziehen. Oder jedenfalls länger dauern. Und hier sind einfach so alle Quests in 20 Sekunden abgeschlossen gefühlt. Und du hast sie alle schon vorher fertig. Weiß ich nicht. Ah, wie sie stolziert. Diese Selbstsicherheit. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es gibt zwei Götter auf Kythera. Ich hab deine Scheibe. Preise mich. Offenbar habe ich durch dich gewirkt. Offenbar. Und treffen wir jetzt die Götter? Ich würde dich gern meiner Familie vorstellen. Ja. Natürlich nur, wenn du bereit bist, mitzukommen. Okay. Das dürfte interessant werden. Das, meine liebe Söldnerin, kann ich zweifelsfrei garantieren. Okay, wir müssen. Einen Moment, ich wende mich an mein Publikum. Frohlocket! Denn ich, euer bescheidener Gott, stelle euch meinen Brüdern und Schwestern vor. Athena erwartet dich. Ares verlangt danach, dich zu sehen. Ein großes Versprechen. Du zweifelst? Ich glaube dir. Ich zweifle nicht an der Freude deiner Anhänger. Ihre Treue wird belohnt werden. So wie deine. Wir setzen Segel zum Golf von Korinth mit all seinen Geheimnissen. Triff uns dort. Und sieh es mit eigenen Augen. Golf von Korinth. Deine okay. Geschwister? Das will ich sehen. Ja, ich tippe auf, dass das Artefakt zu versuchen. Wir müssen jetzt aber für diese Quest hier nur noch, also für die ganze Insel hier, eigentlich nur noch das da unten machen, meine ich. Treppen zum Olymp. Scheint was mit dem Artefakt zu tun zu haben. Vollständig bekleidet und mit dem Schlüssel in der Hand lud Empedokles Cassandra ein, die Götter zu treffen. Okay. Das sind ja Welt- und Charaktere-Quests, ne? Okay, dann mache ich das erstmal. Los. Stimmt, die habe ich ganz vergessen, dass wir die auch noch haben. Das heißt, ich reiß hier hin, schwimme dann rüber und dann gucken wir da mal. Und dann für das andere und die fürs Ostragon gucken wir nach unten. Nach Süden. Aber das ist eine interessante Quest, dass das jetzt auch so über ein Gebiet weitergeht und scheint ja was Interessantes zu sein, nicht einfach nur, hey, hol mir den super tollen, verrosteten Helm, den irgendwie 30 Generationen meiner Familie schon hatten. Also allgemein hat das Spiel ein paar gute Quests und ein paar schlechte Quests, aber irgendwie alles ist nichts so krass Besonderes, sage ich mal. Also es ist nichts, was mich absolut ankotzt, aber ist halt schon meistens eher. Also allgemein Quests in Spielen sind doch immer sowieso das gleiche. Hey, jeder sucht das. Gibt nicht viel Unterschied. Lea, diesem Kerl werde ich den Hals umdrehen. Ja, liegt ja noch was. Reicht doch vollkommen. Mein kostbarer Edelstein, mehr will ich doch gar nicht. Okay, das heißt, nochmal zurück und nochmal mit dem Typen sprechen. Warum ist diese Insel schon wieder so krass geschwächt? Ich habe keinen einzigen getötet von den Leuten. Und ich habe sie eigentlich frisch erobert. Vor diesem Part, also da habe ich das gerade gemacht. Und jetzt ist schon wieder der erste Strich komplett weg, obwohl nichts passiert ist. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also ich verstehe, das ganze Erobern von Gebieten ist kompletter Schmutz in meinen Augen. Hätte einfach nicht im Spiel sein sollen. Weil es hat einfach keine Auswirkungen aufs Spiel. Es bringt einfach nichts. Du kannst das Ganze für Sparta erobern, bringt nichts. Du kannst das Ganze für Athen erobern, bringt nichts. Nicht die Story, ist komplett irrelevant. Und vor allem, du hast ja nicht irgendwie, dass du einer Fraktion angehörst und den anderen dann irgendwie, dass das böse ist. Das ist dir komplett egal. Was sollte das? Die Truhe war leer. Unvorstellbar. Vielleicht weißt du nicht, wie man eine Tafel liest? Ich garantiere, dass etwas darin ist. Wieso bist du dir so sicher? Nun, weil ich sie dorthin gebracht habe. Ich meine... Ach, scheiße! Nein! 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 Ach,
Penner. Selbstverteidigungsstreitkolben, okay, das haben wir gemacht. Dann irgendwas hier mit einer Höhle und einem Opferding. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt hier nur im Süden ist, also ob hier irgendwas ist, oder ob ich dann wirklich auf dieses kleine Atoll muss. Ist das jetzt für so, ist das als Höhle? Nein, natürlich nicht. Also unter Wasser sieht das schon echt schön aus eigentlich. Mal kurz hier gucken, ob hier vielleicht noch was ist. Aber sehe ich gerade auch nicht. Dann gucken wir doch noch mal kurz hier das Inventar auf das Ostraka. Im Süden vor der Skandeia-Bucht lief ich vor dem Licht der Götter davon, vorbei an der Höhle der Zehner Knochen und manch am Opfer über die See. Okay, zu der einsamen Insel, das heißt noch nicht hier, wir müssen dann darüber. Ich denke mal, das Opferland war das da vorne und die Höhle war das mit den Luchsen. Wir müssen jetzt rüber. Das Boot kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Ja, doch, das kriegt's hin. Da ist er. Bin und töte den Schiffsführer. Und hier ist irgendwo eine Höhle. Wahrscheinlich nur gut bezahlte Söldner. Ich dachte, wenn ich seine Leute töte, dann hauen die ab, aber also wenn ich den Chef töte, dann hauen seine Leute ab. Anscheinend ja nicht. Kopf. Ah, tolle Befehle. Oh, gibt's hier was Schönes? Auf die Schnelle. Kehr zu Diona zurück. Also irgendwie ist mir das alles ein bisschen suspekt, wie die alle da miteinander rumhantieren, aber ist mir eigentlich egal. Okay. Nochmal kurz Ostraka gucken. Aha. Dort nistest du dich in einer dunklen Kammer und wünschst dir eine gute Nacht. In der dunklen Kammer ist wahrscheinlich diese Höhle hier. Okay, weil ich erwarte, dass sie es anmacht, aber gut, musst du nicht. Dann gucken wir mal hier rein, ob wir was Schönes finden. Gute Nacht, vielleicht ein Bett, Bettrolle oder was hier irgendwo liegen könnte. Eine dunkle Kammer. Okay, sieht cool aus. Wenn ich jetzt irgendwie einen Ort finde, der danach aussieht, als würde ich das direkt finden können. Dann werde ich einfach online gucken, aber ich tippe auch, dass es hier irgendwo ist. Okay. Da habe ich es nicht gerechnet, aber ich habe es gefunden. Also ich habe irgendwie nicht erwartet, dass es das ist. Ha. Dann können wir eigentlich jetzt schon wieder raus. Und sogar noch mit Diona sprechen, würde ich sagen. Und dann gucken, was hier noch gibt. Vielleicht ist Diona. Vielleicht ist Diona oder die Hohepriesterin eine von den Kultisten, vielleicht sind beide Kultistinnen. Wer weiß, mal gucken. Wir reden auf jeden Fall mit der. Hallo, Diona. Ich habe deine Söldner befreit und mich um den Schiffsführer gekümmert. Das sind gute Neuigkeiten. Das versetzt dem Kult einen heftigen Schlag.
Du wirst mit jeder Minute anziehender. Ist noch was? Deine Schwester sendet Grüße. Hast du was über den Verräter erfahren? Es könnte es scheint einen im Tempel zu geben, doch sie weiß nicht wer. Sie fand nur eine Nachricht, auf der stand, traue den Mäuren nicht. Interessant. Wenn es ist, wie sie sagt, können wir niemandem trauen. Hab Dank, Söldnerin. Ich gebe auf mich Acht. Gibt es noch etwas? Ja, Fegel. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Was jetzt? Wir treffen meine Späher bei meiner Villa. Sie werden uns Bericht erstatten, dank deiner Mühen. Ich muss mich noch um etwas kümmern, aber wenn ich dort ankomme und wir noch etwas Zeit haben bei den Mäuren, lass uns Spaß haben. Ja, ich kann nicht warten. Du beeilst dich besser. Wir sehen uns dort. Werde ich. Ich vertraue dir keinen Meter, aber gut. Auf die Schnelle, okay. Das machen wir am besten nicht jetzt mehr. Ich wollte noch mal gucken. Argolis muss ich verteidigen. Ich hasse mein Leben. Euboea muss ich verteidigen. Warum muss ich so viel verteidigen auf einmal? Okay, ich würde sagen, das mache ich dann offscreen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.